Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 837. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Eventuell seht ihr schon, hier ist ein bisschen was anders, denn ich habe für die restlichen Häuser einfach mal schnell auch diese Erdsäulen gemacht, weil das ist nicht sonderlich spannend für Innenfolgen. Deswegen hat jetzt jedes Haus eine grobe Richtung, wie hoch das werden soll. Und zwar haben wir sogar, ich habe nachgezählt, 44 Häuser hier in der Stadt. Ich weiß nicht, ob ich den Leuchtturm mitgezählt habe, aber insgesamt haben wir hier 44 Gebäude. Ich muss die Render Distance ganz schnell wieder ein bisschen runter machen. Ich hatte die ein bisschen hoch gemacht, aber scheinbar ist das keine Option. Machen wir es auf 16. So, eine weitere Sache, die wir haben, ist, ich habe noch ein bisschen Quarz gefunden in einer der anderen Kisten. Und ich habe all das jetzt hier drin. Aber was wir auch noch haben, und das hatte Justus gesagt oder hatte mich daran erinnert, ist, wir haben auch noch eine Wolle-Farm. Und naja, ich sag mal so, wir haben ein bisschen Wolle. Also so viel hatten wir hier in den Kisten noch so, aber der ganze Rest war bei der Wolle-Farm. Hier ist noch das Quarz, von was ich noch in der anderen Kiste hatte. Und ja, mit der ganzen Wolle können wir auf jeden Fall einiges machen, glaube ich, hoffe ich. Deswegen bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja, das kann da drin bleiben. Zack. Guck mal, jetzt haben wir fast eine komplette Reihe. Und mit der ganzen Wolle können wir dann auf jeden Fall hier auch weiter an den, wie nennen sie sich, Böden arbeiten. Hier, das habe ich auch noch ein bisschen texturisiert, einfach damit wir das auch fertig haben. Und mehr habe ich auch nicht gemacht, weil ich will natürlich jetzt hier nicht die ganze Zeit offscreen irgendwas machen. Nur das sind so ein paar Sachen, die ich halt sehr langweilig für in der Folge finde. Deswegen habe ich es einfach mal ganz schnell so gemacht. Gerade ist generell Formel 1 Testing dran, deswegen bin ich nicht so produktiv. Wir haben sogar noch Grey Concrete, okay. Dann machen wir damit weiter. Und zwar die Straßen weiterbauen. Also wie gesagt, gerade ist endlich wieder Formel 1 Testing, Preseason Testing. 3 Tage, jeweils, glaube 8 Stunden oder so, circa. Und das gucke ich halt schon den ganzen Tag. Und nebenbei habe ich halt so ein paar Sachen gemacht. Einfach um, ja, ne? Könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen, um die Zeit zu füllen, um mich ein bisschen produktiv zu fühlen. Ich habe auch ein paar andere Sachen schon gemacht, aber ja, ist halt nicht sehr spannend, hier Erdsäulen zu bauen. Deswegen habe ich es einfach mal so gemacht und immer hier diese kleine Lücke gelassen, damit wir halt das Haus bauen können, schon mal den ersten Stock. Und den Rest können wir uns dann halt trotzdem noch merken. Dann muss ich das nicht auch immer noch wieder wegmachen und dann wieder hinsetzen und so weiter. Ist einfach ein bisschen praktischer, ein bisschen einfacher. Genau. So, hier habe ich übrigens einen kleinen Fehler gemacht, weil diese Reihe muss auch noch Gras bleiben. Da kommen wir aber irgendwann noch zu, keine Sorge. Und es ist so krass. Formel 1 ist ja jetzt wieder dran und die sind in Bahrain. Und Bahrain ist natürlich ein sehr warmes Land, ein Wüstenland. Und da ist logischerweise auch gutes Wetter. Und es ist wirklich so, wenn ich das gucke, fühle ich mich selber direkt ein bisschen besser, als wäre ich da im Urlaub. Das ist so witzig. Ups. Das ist, ja, weiß ich nicht. Also allein, dass ich das sehe, dass die da sind und dass die da gutes Wetter haben, dann habe ich schon bessere Laune, auch wenn wir hier ja gerade absolut kein gutes Wetter haben. Also es regnet zwar nicht, aber es ist einfach schon wieder grau und hässlich und bleh. Deswegen, wo war das Restliche denn jetzt? Ah, hier. Ich weiß nicht, ob wir damit weit kommen. Ja, so ein bisschen kann ich ja vorbereiten zwischen den Folgen, aber wir haben auch langsam keinen Kies mehr. Ich habe aber noch etwas gefunden, was ich euch noch zeigen möchte, was unfassbar geil ist, was uns eine super große Hilfe sein wird und alles sehr erleichtern wird. Da kommen wir jetzt gleich zu, sobald ich das hier aufgebraucht habe. Eventuell bauen wir heute auch noch mal ganz schnell ein weiteres Haus, wenn es klappt. Falls es klappen sollte. Sollte eigentlich klappen. Wir haben ja gerade mal 4 Minuten um. Das schaffen wir auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich mich wieder so dabei spute wie bei dem einen Haus. Das war ja irgendwie 4 Minuten oder so. Das ist schon bei dem Level, da kann man schon einiges schaffen. Ich würde nur halt gerne mal endlich eine andere Farbe noch mit reinbringen. Also irgendwie, weiß nicht, grün, blau, lila oder so. Lila. Okay. Also. Wir müssen mal eben. Nee, eine Sache. Hier, wir haben noch ein bisschen Kies, wir haben aber kaum noch Sand. Habe ich auch ein bisschen geholt. Und als ich das geholt habe,
bin ich extra ein bisschen weiter weggeflogen, damit wir hier nicht irgendwie was Schönes, was man auch sieht, angrabbeln, weil das wäre ja ein bisschen blöd. Deswegen bin ich nach hier vorne geflogen. Und ihr seht schon, hier ist ganz viel Kies, aber... Na, hier ist auch noch ein bisschen. Hier ist alles voller Kies. Der komplette Meeresgrund ist voll mit Kies. Also wenn wir jemals wieder Kies brauchen, werden wir hier hinfliegen. Und es ist ja wirklich nicht weit weg. Also mega geil. Bin ich richtig gut. Habe ich durch Zufall gefunden, einfach nur, weil ich ein bisschen Sand holen wollte für weiteren Concrete. Ja, also ziemlich nice. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Kiste für die ganze Wolle, weil es ist ziemlich nervig mit der ganzen Wolle. Ich würde fast sagen, dass wir uns jetzt hier einfach eine craften. Einfach eine normale Doppelkiste. Wir haben nicht genug Holz für eine normale Doppelkiste. Das ist auch wieder typisch. So. Zack. Und dann können wir das da auch noch reinjagen. Und dann haben wir zumindest ein bisschen Platz wieder im Inventar. Die eine Kiste reicht ja auch erstmal so. Wir haben Magenta, wir haben Rot, wir haben auch White Terracotta. Würde ich eigentlich auch gerne mal... Sollen wir mal mit White Terracotta arbeiten? Und dann brauchen wir natürlich Diorite, bisschen mehr vielleicht. Und wir brauchen vielleicht ein bisschen Quarz. Ich weiß nicht, ob sich das beißt. Ah, nee, das sieht doch scheiße aus. Weil auch da, finde ich, sieht das Quarz ein bisschen fehl am Platz aus. Das werde ich sehr wahrscheinlich vielleicht auch nochmal irgendwann wegreißen. Wir haben Lime und wir haben Green. Das beißt sich aber sehr. Ich würde eigentlich lieber Green Concrete Powder haben. Wir haben aber auch nur super wenig davon. Wir könnten nochmal... könnten noch so ein Haus bauen. Die beiden funktionieren ja zusammen. Und... ja, wir nehmen davon eins. Pass auf. Wir gehen nach hier vorne. Es sieht echt witzig aus mit den ganzen Säulen, aber jetzt kann man, jetzt kriegt man auch ein viel besseres Verständnis für die Höhe und für die Größe und für die Scale. Einfach, weil mir kein besseres Wort gerade einfällt. Ja, guck, das passt. I like it. Wirklich. Das finde ich nicht schlecht gerade. Es ist zwar sehr quietschig, es ist unfassbar quietschig. Quietschig. Aber irgendwie hat das was. So, machen wir das hier alles noch schön zu. Dann vielleicht hier drauf noch ein bisschen davon. Ich habe nebenbei auch immer noch das Formel 1 Ding an, sogar mit Ton, aber auf ganz, ganz leise. Extra für euch natürlich. Habe ich die Fenster dabei? Nein. Fenster brauchen wir noch. Das ist unser erstes wirklich pinkes Haus. Gelb finde ich tatsächlich persönlich hässlicher, aber es ist trotzdem ein Eyesore. Weil es halt einfach so quietschig ist. Deswegen möchte ich auch eigentlich kein Lime Green benutzen, sondern mehr Grün und dann vielleicht mit dem Kupfer, wenn das geaged ist, dann sieht das, glaube ich, ganz nice aus. So, einmal bitte die Fensterinos da rein. Einmal dahin. Ob man hier ein Fenster ist jetzt auch die Frage, ne? Wie wäre es, wenn wir hier zwei kleine reinmachen? Das sieht ein bisschen besser aus, glaube ich. Dann machen wir so. Da einen hin. So. So, so. Okay, ja, das passt soweit. Und dann machen wir da noch einen davon hin. Und dann haben wir das nächste Haus tatsächlich auch wieder ganz gut schon mal vorangebracht. Jetzt werden wir, passt auf, kann man Wolle noch umfärben? Oder muss man das Schaf umfärben? Das weiß ich gerade nicht. Was? Ansonsten? Habe ich die Wolle jetzt? Hier habe ich die Wolle. Wool. Okay, man kann das auch so umfärben. Machen wir mal... ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Nehmen einfach mal 22. Ich habe keine Ahnung, ob das genug ist. Ich tippe mal auf Nein. Aber ich will nicht zu viel machen. Ich weiß auch nicht, wie das aussehen wird. Das wird auf jeden Fall das flippigste Haus, was wir haben. Das wird niemals reichen. Nein. Digga. Der Mathe-Mann. Was soll das denn bitte für ein kleines Haus sein, wo 22 Blöcke reichen? Ist so ein Idiot. Jetzt guckt euch das an. Ist es die Hälfte, aber allerhöchstens.
Hilfe. Also wer auch immer einen sehr ausgefallenen Charakter hat, der darf da drin wohnen. Könnt ihr euch in den Kommentaren drüber streiten. Ich bin es auf jeden Fall... Ja, okay. Ich will da auf jeden Fall nicht drin wohnen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich keinen ausgefallenen Charakter habe, aber ich will da trotzdem nicht drin wohnen. So, heißt jetzt aber auch, wir brauchen neue hellblaue Farbe für die weiteren Fenster, die wir noch irgendwann bauen werden. Aber ich meine, wir haben auf jeden Fall ja noch ganz viel weiße Farbe, ganz viele Knochen, auch durch die, die wir im Nether gefunden haben. Und wir haben noch ganz viele von den blauen... Jetzt habe ich einen zu viel. Ja, lecko facko. Wo soll ich denn den Block jetzt hin tun? Das ist doch scheiße. Pass auf. Ich mach jetzt Verschwendung. So. Und so. Das wird niemals jemand sehen, diesen Block. Aber ist mir egal. Ich muss ihn nur aus dem Inventar haben. Weil wir haben langsam echt ein kleines Ordnungsproblem. Also... seit 800 Tagen ein kleines Ordnungsproblem, aber jetzt haben wir noch ein größeres Ordnungsproblem. So, was ist das? Black Concrete Powder. Warum ist das hier drin? Kannst du mir auch nicht erzählen. Okay, Pink kann weg. Wie lange haben wir? 11 Minuten. Boah, wenn wir uns ganz doll beeilen, schaffen wir noch ein Haus. Aber auch dann müssen wir uns wirklich, wirklich beeilen. Dann mache ich das noch schnell dazu. Dann haben wir das. Okay. Heide Yalla. Wir machen einfach das nächste Haus. Ne, warte, das war auch rot, ne? Ne, das geht nicht. Scheiße. Okay. Dann müssen wir eins hier hinten nehmen. Wir können auch hier das einfach weiterbauen. Wir machen das jetzt. Zack. Das schaffen wir noch. Hier habe ich auch einfach nur eine Säule. Ne, habe ich gar nicht. Das ist das Falsche. Ich habe bei manchen von denen, die verbunden sind, einfach nur eine Säule aus Erde nach oben gebaut. Weil, ne? Ist eigentlich selbstredend, aber... Die hängen ja eh zusammen, dann weiß man auch, dass die zusammenhängen sollen. Und logischerweise die gleiche Höhe haben. So. Im Idealfall. Bleibt keiner liegen. Zack, zack, zack. Ah, komm, so. Okay. Bumm. Dann auf der Höhe hier wieder bumm. Und bumm. Und den auch weg. Und dann haben wir das, das und das. Hier haben wir dann das und das. Dann geht es nochmal ein hoch auf beiden Seiten. Und hier geht es dann nochmal einen weiter. Ups. So. Haben wir das auf der anderen Seite auch gemacht? Ja, haben wir. Das geht aber überhaupt nicht hier. Was ist das denn für eine Texturisation? Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber jetzt ist es eins. Ah, bisschen besser. Mag ich eigentlich nicht, wenn so viele ähnliche Blöcke aneinander sind. So. Okay, das sind drei weit weg. Bedeutet, machen wir so. Machen wir so. Nehmen wir hier hoch. Hier auch nochmal hoch. Machen wir so. Ne, machen wir so. Und dann steht das. Und jetzt werde ich noch ganz schnell mit dem roten Concrete hier entlang gehen. Wir sind bei 14 Minuten, das klappt. Das passt zeitlich. Gehen wir hier noch einmal ringsrum. Dann machen wir noch die Terrakotta. Ne, warte, das hier ist Terrakotta. Die Concrete. Wie nennen sie sich? Wie nennen sie sich? Akzente da rein. Und dann haben wir's. Dann ist das nächste Haus soweit fertig. Hier wollte ich außerdem noch zumachen. Bedeutet, hier können wir logischerweise dann auch zumachen. Außer hier unten natürlich, weil hier kommt Fenster rein. Die wir sogar dabei haben. Wenn wir das da gemacht, einfach von hier bis hier. Fenster rein, so. Ich würde vorschlagen, dass wir hier die Tür reinmachen für die Seite. Dann machen wir den hier in dem Block. Hier können wir nochmal ein Fenster reinjallern. Machen wir den Block so. Und den Block so und vielleicht den Block auch noch. So.
Dann machen wir. Haben wir noch gar keinen. Machen wir den hier so, machen wir den hier so und machen wir den. Zack. Und den, ich weiß, ich rede gerade echt wenig sinnvolles Zeug, obwohl ich rede eigentlich immer kein sinnvolles Zeug. Und dann machen wir das noch und dann steht das Haus soweit auch, machen wir hier zu. Und dann ist es tatsächlich geschafft. Das Erdgeschoss steht, ist natürlich kein Boden drin, aber ein paar Verluste hat man immer. Hier kommt noch ein Fenster rein. Ist das dann ähnlich wie da? Ja, das Fenster passt. Das Fenster ist gleich. Das Fenster ist gleich hier. Das ist noch gar nicht texturisiert. Das sehe ich ja jetzt erst. Upsala. Eine Stadt in Finnland. Nee, in Schweden. Nee, scheiße. In Skandinavien. Bumm. Keine Ahnung, irgendwo da oben. Ich meine aber in Finnland. Ist auch egal. So, machen wir hier dann noch ein bisschen von dem Concrete rein. So, und hier auch. Und dann hier noch. Und hier noch. Und dann haben wir's. So, habe ich überzogen? Ja, aber das ist ja der Klassiker. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.